Tourismus präsentiert die Pressekonferenz. Guten Tag, meine Damen und Herren, zur Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel des 27. Spieltages der DKB Handball-Bundesliga zwischen der MT Melsungen und GWD Minden. Das Endergebnis 26:21 für die MT Melsungen nach 15:12 Halbzeitstand vor offiziell 3.816 Zuschauern in der Kasseler Rotenbachhalle. Und damit begrüßen wir unsere Gäste hier vorne auf dem Podium, den Gästetrainer aus Minden, Frank Carstensen, Manager von GWD Minden, Frank von Behren, und zu meiner Rechten den MT-Trainer Heiko Grimm und MT-Vorstand Axel Gerken. Frank, traditionell das erste Wort hat der Gast. Bitte sehr, dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Zunächst mal Glückwunsch an Heiko und sein Team zu einem verdienten Sieg. Ich denke, wir haben heute leider nur 50% des Handballspiels richtig gemacht. Nämlich alles, was wir ohne Ball gemacht haben, plus Gegenstoß. Da waren wir ganz gut. Da waren wir konkurrenzfähig heute, glaube ich. Aber mit Ball müssen wir nochmal üben. Das war heute nicht ausreichend letztlich, um hier wirklich richtig Druck zu machen auf Melsung. Ich glaube, das Spiel ist für uns gut losgegangen. Wir sind gut reingekommen, wollten hier viel investieren in die Anfangsphase. Hatten auch Simovic in meinen Augen zunächst mal gut drauf. Aber dann, ja, nach dem ersten, zweiten Fehlwurf, den wir hatten, ja, hat er sich in eine unglaubliche Form gespielt, die wir heute über die gesamte restliche Spielzeit dann nicht knacken konnten oder immer dann, wenn es irgendwie interessant wurde, nicht knacken konnten. Aber wir haben auch vorher schon in der Vorarbeit für den Abschluss nicht gut genug gespielt, nicht genug investiert. Ja, ich kann meiner Mannschaft von der Verteidigungsleistung, wie gesagt, nichts vorwerfen. Das haben wir gut gemacht. Wir haben eine Menge Bälle gewonnen, direkt gewonnen. Ich glaube, Melsung hat ähnlich viele technische Fehler wie wir gemacht am Ende. Also das ist immer auch eine Leistung der Verteidigung. Nur leider, ja, konnten wir das im Konterspiel dann nicht immer zu 100% umsetzen, wobei ich auch damit ganz zufrieden war. Ja, wir hatten eine gute Torwartleistung, aber Melsung hatte eine noch bessere und wir haben im Angriff wirklich, ja, den Ansprüchen hier heute nicht genügt. Ja, vielen Dank fürs Erste, Frank Carstens, GWD Minden. Heiko Grimm, dein Statement, bitte sehr. Guten Abend und Frank, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich denke, ja, umgedreht aus unserer Sicht haben wir nach einem schweren Start, den muss man erstmal wegstecken. Wir haben ja auch eine gewisse Drucksituation, wenn wir Platz 5 erreichen wollen. Haben wir die Ruhe bewahrt und können uns eigentlich, wir wollten in der Zone verteidigen, natürlich in der Abwehr, dass wir nicht alleine stehen, sondern eben übergeben und so weiter. Das hat ganz gut funktioniert. Ich finde einfach, das muss uns noch viel mehr Sicherheit geben. Für unser Angriffsspiel auch. Man hat das heute in der zweiten Halbzeit dann gesehen, war sehr, sehr viel Stückwerk. Das hat mir nicht gefallen, wie wahrscheinlich den Zuschauern auch nicht. Kann man nicht so schnell beheben. Ich denke, dass das eher eine Kopfsache ist. Da müssen wir viel mehr Selbstvertrauen haben und Ruhe haben. Das fehlt uns noch zu so einer Spitzenmannschaft. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir gut regenerieren und uns dann natürlich auf das nächste Spiel am Donnerstag vorbereiten. Nochmal auf unsere Abwehr, wenn wir so engagiert sind, so zielstrebig, können wir uns verlassen und das muss uns Sicherheit geben. Eine Sache möchte ich noch ganz gern betonen, ich war etwas überrascht, dass meine Auszeit 30 Sekunden Verschluss etwas für Unmut gesorgt hat. Ich möchte betonen, dass das auf gar keinen Fall respektlos dem Gegner gegenüber war. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist es so, dass eben vier Mannschaften um Tabellenplatz 5 kämpfen, das Torverhältnis ist relativ ähnlich. Und deshalb kommt es bei uns auf jedes Tor an und dafür möchte ich mich entschuldigen, beziehungsweise das war keine böse Absicht GWD Minden gegenüber, sondern wir wollten einfach so erfolgreich wie möglich sein. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Heiko Grimm. Wir wollen natürlich auch noch eine Stimme aus. Bitte sehr, gleich. Natürlich, ich kenne die Situation selber. In der Situation haben wir, glaube ich, ein bisschen Blitzableiter gesucht. Alles cool von uns aus. So, da wäre das auch geklärt. Wir wollen natürlich auch noch eine Stimme aus dem Management hören. Frank von Behren, wie groß war denn die Hoffnung, hier heute vielleicht eine Überraschung landen zu können nach diesem Hinspielsieg, den ihr gegen die MT zu Hause gelandet hattet? Nicht nur nach dem Hinspielsieg, auch nach dem Sieg jetzt gegen Bietigheim zu Hause, wo wir schon verkrampft gespielt haben auch und wo wir unter Druck standen. Und jetzt nach Melsungen zu fahren, sind wir Außenseiter, also eigentlich ganz gute Vorzeichen, hätte man befreit aufspielen können. Aber leider haben wir nicht mutig gespielt und das ist das Enttäuschende. Also angefangen erste Halbzeit schon mit einem ängstlichen Angriffsspiel.
teilweise technische Fehler und zweite Halbzeit ist es dann halt nicht besser geworden. Und das ist wirklich enttäuschend, denn das sollten die Spieler können. Das sind alles Nationalspieler, die da stehen. Und bezeichnend ist, dass unser bester Mann im Tor stand und sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat mit Leon Grabenstein. Unfassbar. Er kommt aus der A-Jugend und hält hier die Bude. Also Wahnsinn, mir fehlen die Worte da. Einfach unglaublich cool und abgezockt, was der hier für ein Spiel abgeliefert hat. Also großes Kompliment. Der wusste vorgestern noch gar nichts von seinem Glück, dass er heute mit dabei ist. Der macht gerade eine Lehre. musste ich da rausholen und war völlig überrascht, damit er überhaupt beim Training dabei sein konnte. Hat Video damit gemacht, ja, und hält hier heute zweite Halbzeit so. Das ist einfach wie ein Märchen schön. Also er hätte schon verdient, dass wir dieses Spiel gewonnen hätten, ja. Und das wäre durchaus auch, also das wäre im Bereich des Möglichen, wenn wir im Angriff das spielen, was wir können. Ja, also natürlich hat Melsung auch etliche technische Fehler und Freie, völlig klar. Das will ich nur nochmal betonen. Ansonsten, ja, schade. Enttäuschend insgesamt und das ist mein Fazit. Ja, vielen Dank, Frank von Behren, Management, gebe dem Minden. Ja, Axel, die Ausgangssituation war klar. Wir mussten gewinnen. Wir haben es gerade gehört, der Druck lag auf Seiten der MT. Die Gäste hätten gewinnen können, rein von der ja, sag ich mal, Mentalitätsseite her. Wie hast du das wahrgenommen, sozusagen, da du nicht so ganz dicht in der Mannschaft stehst und kannst den Blick von außen eher drauf gucken? Kommt die Mannschaft mit dem Druck gut zurecht? Naja, zu Beginn des Spiels war es natürlich schon zu sehen, dass irgendwie ein bisschen Druck da war. Und entscheidend ist aber, wie kann man sich dann aus so einer Phase befreien? Und ich finde, dass die Mannschaft das dann gut gemacht hat und wir dann ja auch in der zweiten Halbzeit phasenweise oder einmal zumindest, glaube ich, mit 7 Toren geführt haben. Dann haben sich wieder ein paar Fehler eingeschlichen, dank des von Frank angesprochenen überragenden Torhüters der Mindener. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, mit unserer Abwehrleistung sehr zufrieden und auch natürlich mit Simo im Tor sehr zufrieden. Im Angriff hakt es dann immer an der einen oder anderen Stelle mal. Das ist halt im Moment einfach so, da müssen wir uns nach und nach weiter verbessern. Aber da arbeiten auch die Jungs mit ihren Trainern zusammen sehr hart dran. Und insofern bin ich sehr zufrieden mit dem Sieg heute, nachdem wir jetzt zweimal verloren hatten. Was anderes aus meiner Sicht noch, ohne dass du gefragt hast, Bernd, vielleicht sehr erfreulich finde ich, dass unsere B-Jugend heute ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft eingezogen ist. Darüber hinaus unsere zweite Mannschaft auswärts gewonnen hat und jetzt den Klassenerhalt wieder in eigener Hand hat. Das ist sensationell, muss ich fast sagen. Wir freuen uns einfach jetzt auf das morgige Spiel unserer A-Jugend. Da könnten wir mit einem Sieg das Wochenende wirklich krönen und das wäre für den gesamten Verein wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende, wenn uns das gelinge. Also insofern, alle, die noch nichts vorhaben, dann bitte auch morgen in die Stadtsporthalle nach Melsungen und die A-Jugend unterstützen. Dankeschön. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Axel Gerken. Es gibt Fragen von Ihnen. Hier vorne sitzen die Männer, die Antworten geben können. Bitte sehr, Gerald. Zur Torhüter-Situation, Herr Carstens. Wir hatten so ein bisschen damit gerechnet, dass der Mo Paske heute zumindest mit dabei ist. Die Frage an Sie und die Frage an Heiko. Klar, der Junge hat super gehalten, großen Respekt, aber ihr habt ihn auch schön warm geworfen. Kannst du mit der Chancenverwertung da zufrieden sein in der Phase? Vielleicht der Reihenfolge nach, oder? Die erste Frage war an Frank. Ja, Maurice Paske wäre natürlich auch eine gute Geschichte gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass der heute auch ähnlich gut gehalten hätte, weil der sich auch in solche Spiele sehr gut hineinsteigern kann. Der ist leider verletzt. Der hat schon seit mehreren Wochen ein hartnäckiges Problem an der Hüfte und ist zwar immer mit auf den Spielberichten drauf, aber hat auch in der zweiten Mannschaft gar nicht mehr gespielt, ist auch bei uns gar nicht mehr beim Training gewesen. Insofern war Leon der erste Ersatzmann dann für Espen Christensen. Ja, und zu meiner Frage, selbstverständlich war ich damit nicht einverstanden, das ist ja ganz klar, weil wir da, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Tore führen und natürlich den Sack viel, viel früher zumachen können. Und das gelingt uns nicht, weil wir da, ja, weiß ich nicht, unkonzentriert oder durch sehr gute Torhüter beraten, es nicht schaffen, diese Chancen zu nutzen. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil einem sonst alles viel, viel leichter von der Hand geht. Jetzt muss ich aber, eine Sache muss ich auch noch loswerden. Irgendwie habe ich jetzt, jeder Beteiligte hier oben hat heute schon mal das Wort Druck in den Mund genommen. Ja, also wir wollen unbedingt Tabellenfünfter werden.
man spricht ja immer von Druck. Ich finde, dass meine Mannschaft, unsere Mannschaft, einen überragenden Job gemacht hat die letzten Wochen. Nach all den Verletzten hätte, glaube ich, im November niemand gedacht, dass wir Ende April auf Platz 5 stehen. Insofern eigentlich Kompliment an meine Mannschaft, die das überragend gemacht hat. Und jetzt wollen wir diesen Platz erreichen. Aber ich finde nicht, dass man da übergroßen negativen Druck aufbauen muss. Ja, vielen Dank. Heiko, gibt es weitere Fragen? Björn Mahr, HNA. Heiko, zwei Fragen an dich. Zum einen, gab es die Überlegung, heute Domba mal zu bringen? Und die zweite Frage ist, wie bewertest du jetzt die Situation im Kampf um Platz 5, auch mit Blick auf die morgigen Spiele? Die Überlegung gab es tatsächlich, Pavlovic zu bringen. Ich habe in der 45. Minute kurz mit ihm gesprochen. Ja, es braucht eben noch ein bisschen Vertrauen von ihm und auch von mir. Dann wurde es ja nochmal eng und dann muss man eben überlegen, ist das jetzt die richtige Entscheidung, weil eben auch nicht mehr viel Spielzeit auf der Uhr war. Er war aber jetzt auch nicht restlos begeistert, also er braucht noch ein bisschen Vertrauen, ebenso wie ich, aber er wird kommen. Man mag mir das glauben oder nicht, ich schaue eigentlich ganz, ganz wenig auf die anderen. Ich bin davon überzeugt, jetzt haben wir noch 6 Spiele. Wenn es uns gelingt, noch 4 zu gewinnen, glaube ich, dass wir auf Platz 5 abschließen können. Und insofern, ja, interessiert mich das eigentlich nicht so wahnsinnig, ne, sondern unser nächstes Ziel ist es, in Ludwigshafen zu gewinnen. Dann haben wir noch wieder 2 Punkte und nur noch 5 Spiele auf der Uhr. Und das ist das, was zählt. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, wir haben das nächste Spiel am 2. Mai in Ludwigshafen und dann am 12. Mai hier zu Hause High Noon, Sonntagmittag, 12.30 Uhr gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wir sagen Dankeschön an unsere Gesprächspartner von Minden, wünschen weiterhin viel Erfolg, Frank und natürlich auch unserem Gespann Axel und Heiko. Tragen Sie frohe Kunde vom MT-Handball hinaus in alle Welt. Kommen Sie gut durch die Woche. Dankeschön.